Wenn das leicht möglich ist, im Schneidersitz, sonst natürlich in einer anderen Position. Ihr könnt auch gern, wer sich da wohlfühlt, noch ein Bein in den halben Lotus nehmen. Verstärkt die Aufrichtung in der Wirbelsäule. Also wenn euch das leicht möglich ist, das ist sicher eine gute Variante, damit der Rücken da aufrecht bleibt. Dann schließt die Augen. Versucht den Körper jetzt möglichst ruhig zu halten. Wenn wir ihn bewegen, dann nur, weil wir sagen, für die Wechselatmung, mit der wir dann arbeiten, und den rechten Arm und die rechte Hand bewegen. Aber ansonsten, auch jetzt zu Beginn, versucht wirklich ruhig und aufrecht zu bleiben. Schließt die Augen und beginnt mit einem Beobachten. Jede Meditation, jede Konzentrationsübung beginnt eigentlich mit dieser Beobachtung. Mit diesem Bewusstwerden, was ist jetzt da in dem Moment? Im Körper, im Geist. Dann Emotionen. Den Zustand, den ihr euch gerade befindet, einmal wahrnehmen. Und dann beginnt sie schon gezielter den Atem zu beobachten. Verändert sie nicht. Das heißt, wir gehen noch nicht in die Ujjayi-Atmung. Sondern ihr nehmt den Atem, so wie ihr es alle schon gut kennt, langsam wahr. Ihr beobachtet die Bewegung, die der Atem macht. Ihr beobachtet dieses Gefühl, wenn der Atem einströmt und wieder hinausströmt. Tut ihr das über die Nase oder über den Mund oder beides? Beobachtet die Länge, den Rhythmus der Atmung. Je ruhiger der Körper bleibt, umso intensiver wird auch dieses Gefühl für den Atem. Und der Fokus die ganze Zeit auf der Atmung bleiben kann, weil keine Bewegung jetzt den Fokus nimmt. Vorausgesetzt natürlich, ihr fühlt euch wirklich wohl in der Position. Ganz wichtig für euch so positioniert, wenn ich das öfter mache, dann fällt mir das auch immer leichter, dass der Körper sich wohlfühlt. Entspannt euer Gesicht. Stirn darf weich sein, das Kiefer entspannt. Und dann beobachtet mal ganz gezielt dieses Ein- und Ausströmen über die Nase. Auch da noch keine Ujjayi-Atmung. Und versucht einmal zu schauen, ob ihr einen Unterschied wahrnehmen könnt beim rechten und beim linken Nasenloch. Wie ist so das Empfinden? Strömt der Atem über beide Nasenlöcher gleichmäßig? Oder habe ich vielleicht das Gefühl, eine Seite ist ein bisschen verschlossener als die andere? Probiert nicht mit dem Verstand in die Übungen zu gehen. Das gilt für die Asanas genauso, für Atemtechniken. Nur weil ich weiß, dass ich vielleicht über eine Nasenseite gar keine Lust bekomme, weil mir das irgendwann irgendjemand mal gesagt hat, nehmt das jetzt nicht sozusagen fälschlicherweise für das, was ihr spürt.
Beginnst jetzt mit einer sanften Ujjayi-Atmung. Wirklich nicht zu tief, nicht diese Kraft, die wir dann bei den Asanas haben, aber so ein ganz sanftes, bewusstes Verengen der Stimmritze. Bisschen ein Ausdehnen der Atmung. Wir beginnen die Wechselatmung nur zu visualisieren. Das heißt, wir greifen noch nicht mit der Hand zur Nase. Ihr stellt euch vor, euer nächstes Einatmen strömt über euer rechtes Nasenloch ein. Ihr versucht das wirklich, über das rechte Nasenloch einzuatmen und über das linke Nasenloch auszuatmen. Dann atmet ihr über das linke Nasenloch ein. Und in eurer Vorstellung über das rechte Nasenloch aus. Und zweites Mal rechts ein. Immer mit dem Ausatmen und der Wechsel über das linke Nasenloch ausatmen. Links der Einatmen und rechts aus. Schiebt die Hände dann über die Knie drüber. Geht mit dieser sanften Ujjayi-Atmung ein paar Mal in einen Rund machen, in der Ausatmung, in ein Öffnen mit der Einatmung. So dass ihr die Wirbelsäule jetzt, nachdem wir schon länger gesessen sind, ein bisschen mobilisiert. Nehmt die Bandas ruhig schon aktiv dazu. Macht die Bewegung so intensiv, wie es für euch jetzt stimmig ist. Es ist nicht notwendig, da ganz bis zum Anschlag zu gehen. Ihr schaut, was für euch passt. Immer wieder dieses Aufrichten mit der Einatmung. Und dort bleibt ihr dann auch nach dem nächsten Einatmen. Ihr lasst die linke Hand am Knie und ihr führt euren rechten Daumen zum rechten Nasenloch. Wir bleiben da und atmen ein paar Atemzüge über das linke Nasenloch. Wenn die rechte Seite, die offene ist und die linke, die zu ist, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen das rechte Nasenloch offen lassen. Erlaubt es euch, wenn ihr merkt, ihr kriegt es über die linke Seite, wir sagen das ja immer so schön, keine Luft, dann lasst ein bisschen die rechte offen. Ansonsten ein paar Atemzüge nur über das linke Nasenloch. Und nach der nächsten Einatmung wechselt ihr die rechte Hand bleibt. Jetzt sind der kleine und oder der Ringfinger der rechten Hand, die das linke Nasenloch schließen und ihr atmet über das rechte aus und bleibt wieder da ein paar Atemzüge. Beobachtet, wie fließt der Atem über das rechte Nasenloch. Dann schließt es immer die rechte Hand oben. Die linke bleibt am Knie. Also es ist die rechte Hand, die auch das linke Nasenloch verschließt. Mit seinem kleinen rechten Finger. Wie so eine Zange. Bei der Monika sieht man es eh. Genau. Du nimmst den kleinen rechten Finger aufs linke Nasenloch. Genau. Kopf immer schön gerade halten.
Aufrecht bleiben. Und dann beginnen wir mit der Wechselatmung. Das heißt, die linke Hand ist am Knie am linken, die rechte Hand ist an der Nase. Noch habt ihr das linke Nasenloch verschlossen. Ihr atmet noch einmal über das rechte Nasenloch ein und wechselt dann rechter Daumen auf rechtes Nasenloch über das linke Nasenloch ausatmen. Bleiben, über das linke Nasenloch einatmen, links schließen, über das rechte Nasenloch ausatmen, bleiben, rechts ein, schließen, links aus, bleiben, links ein, schließen rechts aus. Zählen mit auf 4. Bleiben rechts ein. 2, 3, 4. Links aus. 2, 3, 4. Links ein. 2, 3, 4. Rechts aus. 2, 3, 4. Rechts ein. Die Schulter ist entspannt. Links aus. Kopf gerade. Links ein. 2, 3, 4. Rechts aus, 2, 3, 4, rechts ein, 2, 3, 4, links aus, 2, 3, 4, links wieder ein. Und dann atmen wir rechts aus, lösen aber die rechte Hand, bringen sie aufs Knie. Bleibt aber gedanklich weiter in dieser Wechselatmung. Beide Hände sind auf dem Knie. Ihr stellt euch vor, ihr atmet über das rechte Nasenloch ein, über das linke Nasenloch ab. Das linke Nasenloch ein, das rechte Nasenloch aus, letztes Mal rechts ein und dann gefühlt über beide Nasenlöcher aufatmen, so tief zu Ujjayi atmen, über beide Nasenlöcher einatmen. Spürt wirklich die Ujjayi-Atmung, den Verschluss über die Stimmritze, das Öffnen in der Nase und atmet für euch in eurem Rhythmus immer tiefer jetzt in Ujjayi. Holt euch in die Aufrichtung, falls sie verloren gegangen ist, auch schon in eine gewisse Kraft entlang der Wirbelsäule. Dann beginnt mit der nächsten Einatmung die Arme immer seitlich anzuheben, über den Kopf zu holen und ausatmen, wieder seitlich absenken. Nur die Arme. Wiederholt ein paar Mal.
Ist euer Tempo, spürt aber, dass euch der Atem in jedem Moment der Bewegung wirklich gut begleitet und führt. Lasst die Hände, wenn das möglich ist, über dem Kopf wirklich zusammenkommen. Arbeitet so viel die Schultern gut nach hinten unten. Je höher die Arme kommen, umso mehr aktiviere ich wieder die Muskulatur im oberen Rücken, um den Schulterbereich trotz der hebenden Arme abzusenken. Ein letztes Mal dann in eurem Tempo das Anheben und dann senkt ihr den Oberkörper behutsam vornüber. Wir sind lange aufrecht gesessen. Haltet noch im Vornübersenken gut die Körperspannung und dann dürft ihr wirklich in so eine Art Loslassen, in ein Sinken hineingehen. Ganz gleich, wie weit der Oberkörper da wirklich ablegt, ganz gleich, wie weit die Arme da nach vorne greifen können. Der Position hebt ihr mit dem Einatmen in das Brustbein, dadurch den Rumpf wieder ein bisschen an, nur ein kleines Stück, und wandert mit den Armen nach rechts. Streckt die Arme und greift immer Stück für Stück nach. Der Oberkörper geht natürlich mit. So weit, dass nicht dann der rechte Arm viel weiter geht als der linke, also dorthin, wo der linke kommt, wenn er gestreckt bleibt, ist Schluss. Lass die linke Hüfte sinken, lass den Nacken wieder los. Lass, dass ihr nicht zu viel den Kontakt statt das Gesäß zum Boden verliert. Lang machen, hält über die Seite, streckt sich nach vorne zu. Dann wandert wieder Richtung Mitte. Spürt in der Mitte, wie weit ihr in die Vorbeuge kommt, ohne dass ihr so viel abkippt. Steff, lasst das Gesäß nochmal sinken, nach hinten unten. Genau. Und dann wandert ihr nach links. Eher mit diesem Gefühl, es ist eine Vorbeuge. Ich wandere nach links und dadurch ergibt sich über die rechte Seite zusätzlich zu dieser Vorbeuge eine Streckung über die rechte Seite. Nehmt wahr, wer sehr tief unten ist, spürt vielleicht den Kontakt zum Oberschenkel. Weil wir noch irgendwo im halben Lotus seid, vielleicht sogar den Kontakt zu einem Fuß. Wirklich gut hineinsinken lassen, auch die Bande immer wieder aktivieren. Dann wandert wieder Richtung Mitte zurück. Die meisten von euch sind wirklich tief in der Vorbeuge. Dann ist es wahrscheinlich auch möglich, ohne die Knie da zu belasten, das Gewicht nach vorn drüber zu verlagern und so in den Vierfußstand zu wechseln. Wenn ihr lieber über die Seite geht, könnt ihr natürlich wieder hochkommen und über die Seite gehen. Richtet euch im Vierfußstand auf und nehmt die Bewegung auf, die wir schon sanft im Schneidersitz hatten. Das Rund machen, jetzt wirklich aktiv mit der Ausatmung, das Öffnen mit der Einatmung. Wandert den ganzen Körper gedanklich durch, was brauche ich für einen guten Vierfußstand. Angefangen von den aktiven, aufgefächerten Fingern, über das Lot, Handgelenk, Ellbogen, Schulter. Ich brauche die Bewegung im Oberarm, je nachdem, wenn ich mich rund mache in die Innenrotation, wenn ich öffne mit der Einatmung in die Außenrotation. Ich will natürlich viel Bewegung entlang der Wirbelsäule, wobei ich den Fokus ganz gezielt dorthin bringe,
wo sich sozusagen der Körper schwer tut. In der Rundung ist es eher der untere Rücken, wo ich versuche, noch tiefer hineinzukommen. In der Öffnung, wenn ich einatme, ist es vor allem die Brustwirbelsäule. Ich habe mein Lotbecken, Knie und dann wirklich einen flachen Riss, ein Schienbein, das ablegt am Boden. Fersen zeigen sich zum Decken. Bei dem nächsten Mal, wenn ihr euch rund macht, bleibt ein paar Atemzüge in der Position. Haltet, wie gesagt, denkt dran, den unteren Rücken wirklich rund zu machen. Den Nabel gut nach innen, das Kinn vielleicht immer weiter dann Richtung Brust zu holen. Zu schieben aus den Armen. Schulterlinie könnt ihr zum Teil fast noch ein bisschen vorbringen. Hält da genau, Steff. Tiefes Uddiyana Bandha, also auch da der Fokus, dass wir den Nabel wirklich nach innen ziehen. Und dann öffnet ihr mit der Einatmung wieder in die Kuhhaltung und bleibt auch dort ein paar Atemzüge. Sicher die Position, wo wir ein bisschen achtsamer sein müssen. Im Vergleich, dass wir da auch nicht zu viel machen über die Halswirbelsäule. Rotiert die Oberarme nach außen, ohne dass Daumen und Zeigefinger den Druck verlieren. Der Unterarm bleibt stabil und zieht die Schultern weg von den Ohren. Arbeitet mit jedem Atemzug. Verankert nochmal den Riss im Boden. Zieht diese Linie in die Länge, vom Schambein ansteigend über den Nabel, entlang vom Brustbein, Richtung Kinn, entlang der Stirn bis zum Scheitel. Spürt, wie der Rücken in die Kraft kommt durch diese Rückbeuge. Aber es verteilt sich. Es arbeitet nicht der untere Rücken viel mehr als der obere. Schulterblätter ziehen mit den Spitzen nach hinten unten. Und mit der nächsten Ausatmung lasst das Gesicht Richtung Fersen sinken. Streckt die Arme ganz nach vorne aus und bleibt wieder. Einige Atemzüge ganz entspannt. Wieder dieses Gefühl nach dieser Arbeit. Darf ich in der Vorbeuge loslassen? Rausgesetzt, bei euch ist das der Fall. Die Hüften sind entspannt in der Position, die Knie sind entspannt. Ich beobachte einfach, ob mein Fersen mit dem Kontakt gegeben ist oder ob da noch ein bisschen Spielraum ist. Ihr dürft auch in der Zwischenzeit die Bänder lösen. Aktivieren Sie dann wieder, wenn wir in die Bewegung gehen. Arme ganz nach vorne gestreckt. Beginnen wir dann das Gewicht mit der Einatmung vorzuschieben. Bleibt stabil im unteren Rücken, hängt nicht durch. Mit der Ausatmung schiebt es wieder zurück. Wir wiederholen das noch zweimal. Einatmen nach vor. Ausatmen zurück. Lasst den Blick gerade entlang der Matte, wieder, wenn ihr einatmet, vor zwischen die Hände oder dann sogar vor die Hände. Letztes Mal aus, zurück. Dann schieben wir mit dem Einatmen wieder vor, stellen aber jetzt die Zehen auf, lösen die Knie und schieben uns mit dem Ausatmen in die V-Stellung. Schieben das Gewicht mit dem Einatmen wieder vor in eine Stützhaltung und bringen mit dem Ausatmen die Knie wieder zum Boden, den Riss flach und schieben uns zurück Richtung Fersen. Einatmen, das Gewicht vorschieben,
Ausatmen, das Becken zieht schon zur Decke, Zehen aufstellen, Knie lösen und weiter ins Bad. Ein, kraftvoll in den Stütze, jetzt fast so ein bisschen rund im Vorkommen. Aus, die Knie zum Boden, den Riss flach und zurücksetzen. Einatmen und schiebt wieder vor. Aus, stellt die Zehen auf, komm in die Fahrstellung. Einatmen und schiebt das Gewicht in den Stift. Aus, bringst die Knie zum Boden, bleibt aufgestellt in den Zehen. Schiebt euch Richtung aufgestellte Fersen. Und wenn möglich, richtet euch langsam auf über den Oberkörper. Ihr könnt in den Zehen so ein bisschen nachbiegen, dass ihr wirklich gut am Ballen seid. Nimmt die Hände auf die Oberschenkel, den Oberkörper aufrecht und bleibt. Wir versuchen jetzt in einen Atemrhythmus, wieder in so einen Viererrhythmus zu finden. Und werden dann die Bewegungsabfolge von vorher wiederholen, aber so, dass wirklich einmal die Bewegung so lang andauert, wie auch euer Atem ist. Verlängert einmal eigenständig den Atem, bis ich euch beginne einzuziehen. Wenn es viel ist, könnt ihr jederzeit das Gefäß ein bisschen heben, sonst bleibt es auf den aufgestellten Fersen sitzen. Muss nicht urangenehm sein, aber es soll natürlich nicht schmerzen. Das heißt, wenn ihr euch eine Bewegung im Kopf einmal vorstellt, dann beginnt die Bewegung dort, wo das Einatmen beginnt. So einatmen dauert die Bewegung an, wenn wir zum Beispiel dieses Anheben der Arme jetzt uns vorstellen. Erst wenn ich fertig eingeatmet habe, treffen sich über dem Kopf die Hände. Dann lege ich ja diesen Schalter um für die Ausatmung und erst mit der Ausatmung beginnt die Bewegung. Wenn die Arme jetzt gedanklich absenken, bin ich nicht schneller mit der Bewegung als mit dem Atmen. Versucht noch ein bisschen durchzuhalten, wenn es notwendig ist, das Gefäß heben. Atmet gemeinsam jetzt vollständig aus, egal wo ihr gerade seid. Dann stellt euch vor, ihr atmet auf 4 ein, 2, 3, 4. Auf 4 aus, 2, 3, 4. Auf 4 ein, 2, 3, 4. Auf 4 aus. Ihr dürft mal den Riss lösen. Ich glaube, wir müssen das öfter üben. Und dann streckt die Arme nach vorn, legt den Oberkörper wieder ab. Wer sich da jetzt schwer getan hat, ihr wart nicht allein, das ist immer gut zu wissen. Wir können es öfter einbauen, dann hält man länger durch. Ganz gut für die Füße. Ihr könnt davon ausgehen, dass das, wo sich der Körper schwer tut, durchaus was ist, was er meistens braucht. Aber natürlich in der Dosis, die ihm nicht schadet. Das heißt, ihr habt jetzt diesen Viererrhythmus, die Arme sind gestreckt, die Ellbogen liegen nicht mehr auf, die Handflächen sind am Boden. Und versucht das zu verinnerlichen, was wir gesagt haben, dass die Bewegung nicht schneller ist als der Atem. Und in dem Fall gebe ich euch den Atemrhythmus, die Atemlänge natürlich auch vor. Atmet vollständig aus. Nimm so viel die Hände ein bisschen schmäler, noch ein bisschen zur Mitte. Und mit der Einatmung schieben wir vor. 2, 3, 4. Zehen umklappen in die Fahrstellung. 2, 3, 4. Ein in den Stift. 2,
drei. Ich habe zwei. Aus die Knie zum Boden, den Rest flach zurücksetzen. Zähle ich nur noch ein. Ein vor. Zwei. Drei. Vier. Aus, warte, Momo, auf deinen Atem. Vorstellung. Drei. Vier. Ein Stück. Zwei. Drei. Vier. Aus, in den Fersen. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Aus. Zwei. Drei. Vier. Ankommen. Das hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Aus. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Aus. Zwei. Drei. Vier. Wir bleiben. Wir atmen ein. Zwei. Drei. Vier. Wir atmen aus. Sink tiefer in die Vorstellung. Die Fersen sinken. Noch ein langer Atemzug. Der Nacken ist entspannt. Schultergürtel offen. Mit dem Einatmen wie im Sonnengruß steigen wir vor und öffnen ungefähr auf 4. Mit dem Ausatmen schließen. 2, 3, 4. Ein nach oben öffnen, die Arme heben an. Ausatmen, Samasthiti. Einheben wir wieder die Arme. 2, 3, 4. Aus in die Vorbeuge. 2, 3, 4. Ein in die halbe Vorbeuge. Ich habe viel Zeit. Nehmt die Zeit und nutzt sie. Aus in den Stiften. Wir bleiben ein bisschen im Stift. Ihr haltet jetzt die Stützposition. Und ihr versucht die ganze Zeit für euch im Kopf weiter diesen Viererrhythmus zu halten. Wirklich mitzuzählen. Und ihr beobachtet dann vielleicht der Stütz. Einfach durch diese Kraft, die ich halten muss, so fordernd wird, dass ich den Viererrhythmus verliere. Wenn es euch viel wird und ihr das Gefühl habt, ihr schadet eurem unteren Rücken, könnt ihr gern auf die Knie gehen und dort einfach weitermachen. Also bevor ich zu sehr im unteren Rücken einsinke. Wenn die Arme noch Kraft haben, kann ich es auch auf den Knie machen. Beobachtet. Vielleicht gelingt es euch auch bis zum Schluss, den ruhigen Atem zu halten, obwohl der Körper so intensiv die Kraft aufbringen muss. Das wäre sozusagen das, wo wir hinwollen. Dass sich in einer intensiven Kräftigung, und wir probieren das dann auch noch in der Dehnung, der Atem nicht verändert. Dass sich wie zwei so getrennte Dinge, das sagen auch separieren kann. Wenn es euch genug ist, wenn ihr gemerkt habt, der Atem verändert sich jederzeit in den Fersensitz, die Arme vorne lassen, die Stirn zum Boden. Nicht da ein paar Atemzüge. Wenn ich durch ein Asana intensiv gefordert war, dann nehme ich mir entweder, so wie wir das jetzt machen, eine Position, wo ich das auch ausgleichen kann. Das Ausgleichen beginnt sozusagen im Atem, der wieder schön in den Rhythmus findet.
Aber das betrifft natürlich auch die Bereiche im Körper, die viel in der Kraft, viel in der Dehnung waren, die ich sozusagen wieder in Balance hole. Jetzt kann sich der untere Rücken gut entspannen, die Arme können sich entspannen. Entweder ich mache es sozusagen über ein ausgleichendes Asana, das muss auch nicht so sanft sein wie die Kindhaltung. Oder wir finden wieder in unserer Balance über das Vinyasa. Dazu sind sie auch unter anderem da. Wir gehen mit der Einatmung in ein Vorschieben, rhythmische Atmen. Ausatmen geht über den Stütz in Bauchlage. Das kann aus den Knien sein oder noch einmal die Zehen aufstellen. Ein Öffnen in die Kobra, eure Variante, nicht zu tief, auch in die Vorstellung. Wir bleiben 5 Atemzüge. Fersen sinken, der Nacken ist lang. Becken arbeitet Richtung Becken. Atmet vollständig aus, nimmt dann das nächste Einatmen, um nach vor zu steigen und den Oberkörper lang zu machen. Mit der Ausatmung tief schließen, zuerst den Bauch Richtung Oberschenkel, dann den Brustbereich. Einöffnet nach oben, die Arme heben an. Ausatmen, senken die Arme ab. Ein, wieder Arme heben. Aus in die Vorbeuge. Ein, in die Halsevorbeuge. Ausfließend weiter im Sonnengruß. Stütz mit der Ausatmung absenken, noch in der Ausatmung. Ein ganzes Einatmen für die Kobra. Vier, die Kobra. Aus in die Fahrstelle. Wir schieben das Gewicht mit der Einatmung ein Stückchen vor. Und beugen die Knie, sodass sie bis knapp über den Boden dann beugen. Und halten die Position. Ihr könnt entweder ganz statisch bleiben oder immer wieder ein bisschen vor und zurück schieben, aber die Knie bleiben genau in den Abstand zum Boden, in dem sie jetzt sind. Der untere Rücken zu viel, ganz kräftig, Nabel nach innen. Ja, man muss nicht den Abstand der Knie zum Boden verändern. Schön tief unten bleiben. Und ihr beobachtet wieder den Atem. Zählt da mal mit, habe ich noch den Viererrhythmus. Solange ihr den Viererrhythmus halten könnt, bleibt ihr. Wenn es genug ist, geht ihr wieder in diese Art Kindheit. Wenn ihr die Kräftigung spürt, dann passt das auch. Und mit der Übung bleibe ich länger, bis ich die gleiche Kräftigung spüre, bis ich sozusagen auch die gleiche Anstrengung spüre. Das heißt, wirklich jederzeit für euch entscheiden, wann ihr ein Asana auch beendet. Wieder übergeht in dieses Ausgleichen der Asana, in dem jetzt schon alle sind, die meisten sind. Wenn es mir gelingt, im Asana den Atem zu halten, dann kann ich ihn natürlich auch gleich mitnehmen.
dann bleibt dieser Rhythmus auch in dieser sanfteren Kindheit. Mit der nächsten Einatmung schiebst du das Gewicht wieder vor. Ausatmen, kommst nochmal über den kleinen Stütz in Bauchlage. Einatmen, dann in die Kobra, da wirklich Zeit lassen. Und ausatmen in die V-Stellung. Aus der V-Stellung kommen wir jetzt in eurer Möglichkeit ins Sitzen. Und ihr kommt in eine weite Grätsche. Wenn ihr merkt, der untere Rücken bleibt nach hinten unten gerundet, dann nehmt euch einen Polster oder eine gefaltete Decke und das Gesäß. Ihr wollt wirklich eine Aufrichtung spüren. Der Scheitel zeigt Richtung Decke. Die Grätsche schon möglichst weit. Da ein bisschen ziehen über die Beininnenseiten, vielleicht noch nicht jetzt, aber dann mit der Bewegung. Und ihr nehmt mit dem Einatmen den linken Arm nach oben. Nutzt das, wenn der Arm nach oben streckt, kann vielleicht der untere Rücken schon so ein bisschen vorschieben. Und dann nehmt ihr euren rechten Ellbogen zur Innenseite vom rechten Knie, die rechte Hand legt am Boden ab. Und jetzt zieht den linken Arm über den Kopf. Legt vielleicht nur mit dem Unterarm Richtung Boden ab. Die Handfläche zeigt nach unten. Je nachdem, wie offen ich bin, kann ich dann eben vielleicht nicht nur die Hand, sondern den Unterarm ablegen. Und greift einmal gezielt, aber nicht zum Fuß. Greift nicht den Fuß, sondern streckt mehr den Arm. Zieht die Schulter weg vom Ohr. So viel zieh den Arm noch drüber über den Kopf, mehr zur rechten Seite. Die Schulter weg vom Ohr und dann lang machen. Bis ihr wirklich eine intensive Dehnung spürt. Verankert eure linke Gesäßhälfte im Boden, rotiert euren linken Oberschenkel nach außen und atmet und beobachtet, kann ich diesen Viererrhythmus halten? Kann ich vielleicht mit der Einatmung meine linke Schulter noch wegholen vom Ohr und mit der Ausatmung den Zug über den linken Arm verlängern? Vielleicht ein zweites Mal. Schulter weg vom Ohr, genau, nicht loslassen im Arm. Stress, Arm lang lassen, strecken wieder, jetzt ist schon viel Beugung da, genau. Dann geht ihr mit der Ausatmung Richtung Vorbeuge mit Sitz, lasst ihr den linken Arm sinken, der rechte kommt dazu. Noch nicht zu intensiv, eher eine sanfte Vorbeuge. Vielleicht auch noch bewusst den Oberkörper so ein bisschen höher stehen lassen und stattdessen arbeitet. Ihr wollt aus dem unteren Rücken vorschieben. Immer wieder Brustbein heben und aus dem unteren Rücken vorschieben. Beobachtet weiter den Atem. Auch wenn wir intensiv dehnen, wenn wir so an die Dehnungsgrenze kommen, wieder gern kurz. Wenn ihr ihn lang lasst, verändert sich das komplette Asana. Ändert sich wirklich so viel im Körper, von der Sauerstoffzufuhr, die Durchblutung, die Flexibilität im Gewebe, in der Muskulatur. Am besten erfahre ich das über das eigene Spüren. Dann richtet ihr euch mit der Einatmung wieder ganz auf, nehmt den rechten Arm nach oben.
Aufatmen, den linken Unterarm zum Boden, die Hand eher nach innen gerichtet zum Boden. Denkt wieder dran, rechte Hüfte rotiert nach außen, rechte Gesäßhälfte verankern. Und dieses Öffnen, ihr dreht den Oberkörper über die Seite auf. Holt den Arm so viel ruhig noch mehr drüber, dass quasi die Körperseite, die gestreckt wird, also jetzt die rechte, verlängert wird durch die Position vom Arm. So viel holt ihr den Arm nach unten, den rechten ein bisschen. Genau, noch ein Stück, noch ein Stück, ohne dass der Ellbogen beugt. Und dann holt euch wieder die Schulter weg vom Ohr mit der Einatmung. Verlängert den Arm mit der Ausatmung. Dann das Halten. Dann geht's Richtung Mitte. Und versucht noch einmal wirklich jetzt tief in der Grätsche nach vorn überzubeugen. Wer noch Spielraum hat, weitet auch noch ein bisschen die Grätsche. Beobachtet euch, wenn ihr tiefer geht in eine Dehnung, nicht in der Atempause und nicht, so wie wir es gern machen, den Atem dabei anhalten. Im Gegenteil, schaut, was ist gerade stimmiger und je nachdem gehe ich mit der Ein- oder mit der Ausatmung tiefer hinein. Findet den Punkt, wo es gescheit zieht und ihr merkt, es ist natürlich auch nicht leicht, dann den Fokus zu halten. Kann ich noch zählen auf 4 beim Ein, auf 4 beim Ausatmen? Es geht nicht darum, wie weit ich nach vorne komme, sondern dass ihr eure Dehnung findet. Und dann rollt Wirbel für Wirbel mit dem Einatmen wieder hoch. Schließt die Beine in einen Langsitz. Ihr könnt auch mit den Händen helfen, wenn euch das angenehmer ist. Schaut, dass ihr genügend Platz habt nach hinten, um langsam Rücken abzurollen. Wir stellen die Füße auf und bringen dann die Füße so weit auseinander, dass sie ungefähr am Mattenrand sind und die Knie mal Richtung Mitte zusammenkommen können. Lasst aber ein bisschen Abstand zum Gesäß. Ihr wollt eure Fersen nicht berühren können. Die Knie zusammenkommen in der Mitte und sich einmal gegenseitig stützen. Verankert den ganzen Rücken im Boden und streckt die Arme dann in dieser waagrechten Linie nach außen. Die Handflächen steigen zur Decke. Atmet lange und vollständig ein und mit der nächsten Ausatmung lasst ihr die Beine nach rechts ablegen. Dreht gleich den Kopf nach links. Mit der nächsten Einatmung kommt ihr zur Mitte. Kopf wieder mittig, also Hinterkopf in den Boden aus, die Beine langsam nach links. Den Kopf nach rechts. Ein, wieder zur Mitte. Ich zähle mit euch auf 4 nach rechts. Auf 2, 3, 4. Zur Mitte 1, 2, 3, 4. Gemeinsam nach links auf 2, 3,
ziehen. Zur Mitte ein, zwei, drei, vier. Nach rechts auf fünf auf. Zwei, drei, vier, fünf. Zur Mitte ein, zwei, drei, vier. Ich will erst bei fünf angekommen sein. Fünf. Nach links auf. Zwei, drei, vier, fünf. Zur Mitte ein, zwei, drei, vier, fünf. Nach rechts auf sechs auf. Vergesst den Kopf nicht. Vier, fünf, sechs. Zur Mitte ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nach links auf, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zur Mitte ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nach rechts auf. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein, Mitte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nach links auf. Zwei, drei, vier, fünf, loslassen. Zur Mitte, eigenständig, zählst auf sechs. Wiederholt noch zweimal für euch. Wer kann, steigert auf sieben. Vielleicht bei der letzten Wiederholung auf acht. Wer möchte, bleibt auf sechs. Wer lieber auf fünf zurückgeht, geht auf fünf zurück. Am Ende der Ausatmung bin ich angekommen. Meine rechte Hüfte in dem Fall jetzt ist ganz entspannt. Am Ende der Einatmung bin ich angekommen. Meine Fußsohlen sind ganz gleichmäßig mit Kontakt zum Boden. Mein Hinterkopf liegt mittig auf. Du kannst die Augen gern jetzt durchgehend geschlossen halten. Du musst sie auch nicht mehr aufmachen. Wenn ihr abgeschlossen wieder bei der Mitte seid, holt die Knie nochmal bis zum Brust heran. Auch da können die Augen geschlossen bleiben. Dann streckt die Beine langsam für Shavasana aus oder sucht euch eine andere Position, wenn die ausgestreckte Position nicht fein für euch ist.
Entspannt. Und den Rücken. Beckenboden. Den Bauch. Entspannen in den Gelenken, Beinen, Armen. Die Schulterblätter in den Boden sinken. Den Brustkorb weit werden. Den Hals entspannen. Kiefer weit, die Stirn weit, und beginnst ganz langsam wieder hinein zu spüren. Lass die Augen geschlossen. Deine Bewegungen dann beginnen langsam dann und übergehen in größere Bewegungen. Das, was gut tut, das, was es braucht. Manchmal habe ich länger das Bedürfnis, in Rückenlage zu bleiben und mich durchzubewegen. Manchmal möchte ich vielleicht nur ganz ruhig auf die Seite rollen und dort noch bleiben. Wenn ihr soweit seid, kommt noch einmal in die Sitzung zurück. Sucht euch noch einmal eine aufrechte Sitzhaltung, gern auch wieder mit einem Polster drunter. Schließt nochmal die Augen. Und wir schließen noch wieder ein paar Zyklen Wechselatmung ab, auch um zu spüren, ob sich verändert hat. Das heißt, ihr schließt mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch. Ihr atmet jetzt über das linke Nasenloch ein. Wechselt
dann schließt mit dem kleinen und oder Ringfinger der rechten Hand das linke Nasenloch wieder diese Zange, atmet rechts aus. Und wieder rechts einatmen und füllt ein wirklich langsames Tempo, eine ganz sanfte Ujjayi-Atmung. Links ausatmen, rechte Hand bis zur Mitte. Links einatmen, rechts ausatmen. Rechts ein, links aus. Links ein, rechts aus. Rechts ein, links aus, links ein, rechts aus. Letztes Mal über die rechte Seite ein. Löst die Hand, die atmet über beide Nasenlöcher aus. Du bleibst nur noch ein bisschen im Beobachten. Nimmst euren Atem wahr, nimmst wahr, dass es, wenn ich auch mit der Atmung bewusst arbeite, die Möglichkeit habe, wirklich nur über die Nase zu atmen. Wir atmen auch im Alltag, wenn wir uns über das Yoga da gut vorbereiten, wenig über den Mund. Atem fließt, wenn wir uns über das Yoga vorbereiten, auch im Alltag in einem sehr ruhigen Rhythmus. Auch das wirkt sich ganz positiv aus. Weniger Atemzüge pro Minute. Dann falten wir zum Abschluss die Hände zurück. Vermeiden uns vor uns selbst und voreinander.